Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist NeroDevil und heute teste ich für euch das Free-to-Play-MMO Aura Kingdom. Aura Kingdom ist ein MMO im Anime-Stil und wurde entwickelt vom taiwanesischen Entwickler X-Legend, das auch schon für das MMO Eden Eternal verantwortlich war. Gepublished wird das Ganze vom Free-to-Play-Anbieter Area Games. Area Games kennt man vielleicht von Spielen wie Elsword oder Ragnarok Online 2. Aber nun genug der Hintergrundinfos, kommen wir nun zum eigentlichen Spiel. Kommen wir zuallererst zum Offensichtlichsten. Der Grafik. Wie ihr bestimmt schon am Video erkannt habt, handelt es sich bei Aura Kingdom um ein MMO im Anime-Stil. Wie in den meisten Free-to-Play-MMOs kann man sich auch von Aura Kingdom keine grafische Offenbarung erhoffen. Jedoch fangen einem auch nicht gleich die Augen zu bluten an, wenn man es spielt. Aura Kingdom ist im Segment der Anime-MMOs auf jeden Fall einer der hübschesten Vertreter. Im Vergleich zur Konkurrenz fällt es auch nicht so auf, dass die Bodentexturen beim näheren Hinzoomen matschig werden oder die Schatten nicht so scharf sind. Positiv hervorzuheben sind auf jeden Fall die Charaktermodelle. Diese sehen immer scharf aus und werden auch bei näherer Betrachtung nicht matschig. Und zu den Bäumen? Naja, dazu will ich jetzt nichts mehr allzu viel verlieren. Hübsch ist auf jeden Fall anders. Kommen wir als nächstes zur Charakterstellung. In Aura Kingdom gibt es zurzeit 9 Klassen. Die wären der Guardian, ein defensiver Nahkämpfer, der Ravager, ein offensiver Haudrauf-Nahkämpfer, der Duelist, ein Nahkämpfer mit 2 Schwertern, der einzelnen Zielen großen Schaden verursacht, dann der Ganzlinger, ein schadenausteilender Fernkämpfer, der Grenadier, ein Fernkämpfer, der mit seiner Kanone massig Flächenschaden austeilt, dann der Barde, der sein Team unterstützt und heilt, dann der Wizard, ein Flächenschaden austeilender Magier, der ebenfalls heilen kann, der Sorcerer, der magischen Schaden auf einzelne Ziele wirkt und sein Team unterstützt, und zu guter Letzt noch der Brawler, der mit seinen Armklingen sowohl Einzelgegner als auch Gruppen behaken kann. Sehr schön ist auch auf der rechten Seite zu sehen, wozu die einzelnen Klassen fähig sind. In der Charakterstellung dürfen wir uns nicht allzu viel erwarten. Es gibt eine Handvoll Gesichter, Haare und Farben zum Auswählen. Erwähnenswert ist, dass es kein Genderlock gibt, also jede Klasse kann sowohl männlich als auch weiblich gespielt werden. Zum Gameplay. Wer World of Warcraft oder ähnliche Spiele kennt, wird sich hier sehr schnell zurechtfinden. Man stellt sich neben einen Gegner und drückt seine Fähigkeiten durch, bis dieser tot umfällt. Man kann sich zwar bei einigen Fähigkeiten bewegen, jedoch ist dies nicht zwingend notwendig. Natürlich ist bei größeren Gegnern auch mal ein wenig Movement gefragt. Was beim Kämpfen aber sofort auffällt, die Fertigkeiten sind viel aufwendiger und actionreicher inszeniert als zum Beispiel im WoW oder Rift. Hier fliegt man schon mal durch die Luft oder lässt es Bomben hageln. Immer wieder ein besonderer Augenschmaus, wenn man die Fähigkeit seines Eidolons einsetzt. Hier wechselt die Kamera und ihr seht eine sehr hübsche Animation, wie ihr euren Widersacher vermöbelt. Moment mal, Eidolons? Ihr werdet euch jetzt bestimmt fragen, was das ist. Jeder Spieler bekommt, ganz gleich welche Klasse ihr gewählt habt, zu Beginn des Spiels einen persönlichen Begleiter namens Eidolon, den ihr in der Charaktererstellung ausgewählt habt. Diese Eidolons sind im Prinzip bloß Pets, die mit euch kämpfen. Jeder Eidolon hat verschiedene Fähigkeiten. Vom bloßen Schaden austeilen bis heilen ist alles dabei. Zu Beginn kann man sich einen von 3 Eidolons aussuchen. Im späteren Spielverlauf kann man sich natürlich mehr erspielen. Zurzeit gibt es etwa 21 dieser Eidolons. Erwähnenswert ist auch, dass man sich zwar einzelne Rüstungsteile erfarmen kann, diese werden jedoch nicht angezeigt. Angezeigt wird nur das jeweilige Kostüm, das ihr gerade tragt. Neue Kostüme kann man sich entweder durch Quest, Monster Drops oder im Auktionshaus erspielen. Das hat den Vorteil, dass man immer ein in sich stimmiges und immer gut aussehendes Aussehen hat. Jedoch auch der Nachteil, dass man dadurch etwas Individualität verliert. Kommen wir nun zum Shop. Im Shop gibt es das, was man von einem Free-to-Play-MMO erwarten würde. Coole Mounts, neue Outfits, EP-Boosts und so weiter. Komfortgegenstände eben. Jedoch muss man nichts davon kaufen, um seinen Spaß am Spiel zu finden. Das Spiel macht auch Spaß, ohne auch nur einen einzigen Cent zu investieren. Es gibt auch die Möglichkeit, sich im Shop sogenannte Essence-Packs zu kaufen, die dann die Möglichkeit beinhalten, einen neuen Eidolon zu bekommen. Dies ist jedoch nicht zwingend notwendig, da man sich Eidolons auch im normalen Spiel ohne Geld erspielen kann. Und das war's auch schon mit meiner Review zum Spiel Aura Kingdom. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Für konstruktive Kritik in den Kommentaren bin ich ebenfalls immer offen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao ciao.